heute, wie ich habe gerade was gecheckt, ist der Aha-Effekt. Das ist der Power to the People Aha-Effekt. Grüß euch. In unserem heutigen Aha erklären uns Papa und Sohn Rudolf und Thomas Berger den Weg vom Schwein zum fertigen Schinken. Danke. Ich würde gern einfach von euch einmal wissen, wie wird denn jetzt das Schwein zum Schinken? Okay. Wer mag? Wir schlachten die Tiere eben am eigenen Schlachthof selbst, holen das mit eigenen LKWs, eigenen Fahrern von den Landwirten ab. Da ist halt wichtig einfach, dass das ruhig passiert, dass die Tiere ruhig auf- und ruhig abgeladen werden. Dann werden sie 2 bis 3 Stunden aufgestallt, sagt man. Das heißt, sie warten im Schlachthof in einem Stall, sollten wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und dann werden sie eben geschlachtet. Das heißt, die Tiere werden betäubt. Das macht man bei uns eben mit einer elektrischen Betäubung. Das tut man, damit die Wahrnehmung und das Bewusstsein vom Schwein ausgeschalten wird, dass das Tier also nichts mehr fühlt, keinen Schmerz mehr fühlt. Mhm. Das passiert durch die Elektrobetäubung. Dann wird die Betäubequalität noch kontrolliert, ob das wirklich alles funktioniert hat. Und dann wird die Hauptschlagader des Schweines geöffnet, also gestochen, sagt man in der Fachsprache dazu. Und durch den Blutverlust tritt dann der Tod ein. Dann wird es gebrüht, abgeflammt, gereinigt. Dann wird es also die Innereien, die roten und weißen Organe entnommen. So, dann habe ich nicht mehr das Tier, sondern den Schlachtkörper im Kühlraum hängen. Dann wird grob zerlegt und dann sind wir beim Rohstoff für den Schinken, nämlich beim Schlögel. Vielleicht für jeden, die es nicht wissen, das ist quasi das Hinterteil des Schweins. Genau, die A-Backe, wenn man es so nennen will, vom Schwein. Also wenn in Österreich ein Produkt Schinken heißt im Verkauf, dann hat es gesetzlich aus dem Schlögel zu kommen. Ja, und dann geht es in der Produktion los, dann wird der Schinken entknocht, also zerlegt. Wir schneiden die Knochen heraus, kommen auf die 4 großen Teile, Schale, Frikando, Schluss und Nuss des Schinkens, entfernen das Fett, entfernen die Sehnen, machen die schön schier oder blau, wie es in der Fachsprache heißt, und haben dann den Rohstoff für die Schinkenproduktion. Genau, also dann haben wir quasi die großen Fleischstücke aus dem Schlögel, die wir für die Schinkenproduktion verwenden. Ja. Als nächster Schritt kommt dann die Pökelei. Das heißt im Prinzip, wir spritzen eine Lake in das Fleisch. Eine Lake ist also eine Zusammensetzung aus Wasser, Gewürzen, Salz und anderen Inhaltsstoffen, die dem Schinkengeschmack geben sollen. Es wird rein eingespritzt. Genau, das kann man sich eben, man kann sich im Prinzip vorstellen wie eine Impfung. Also das ist quasi eine Nadel, die fährt in das Fleisch rein und beim Rausziehen der Nadel wird dann diese Flüssigkeit eben reingespritzt. Und dann kommt das Fleisch, das Injizierte kommt dann in Massagefässer. Das sind große Fässer. Die schauen im Prinzip aus, wenn man einen Weinkeller kennt, wie große Weintanks, kann man sagen. Ja. Die werden vakuumiert. Das heißt, da wird die ganze Luft abgesaugt und die drehen sich dann. Und da sind Schikanen eingebaut, die halt das Fleisch dann quasi bei der Drehung mitnehmen und die das Fleisch konstant bewegen. Über einen Zeitraum von circa 8 bis 10 Stunden. Und die sollen halt bewirken, dass das Fleischeiweiß aufgeschlossen wird und dass eben das Wasser, also die Lake mit den ganzen Gewürzen, in das Fleisch einzieht. Genau, damit dann wirklich der Geschmack auch im Fleisch ist. Mhm. Dann haben wir halt dieses Fleisch, das massiert worden ist. Und dann ist der nächste Schritt bei uns, dass dieses Fleisch dann in Formen eingesetzt wird, damit der Schinken dann auch seine tatsächliche Form bekommt. Also die Form vom Schinken genau. Von den Formen. Richtig, also, die Form macht die Form. Ja. Und je nachdem, welcher Schinken das dann im Endeffekt sein soll, wird er mit diversen Gewürzen noch versehen. Wir haben auch im Programm zum Beispiel einen Cranberry-Schinken oder sonst irgendwas. Also da gibt es noch diverse Variationen. Mhm. Dann sind wir eh schon in der Erhitzung, also im Kochen eigentlich drin. Wir machen ausschließlich Kochschinken. Das heißt, ein Schinken wird dann gekocht. Da müssen wir mindestens 68 Grad Kerntemperatur über eine gewisse Zeit halten. Kerntemperatur heißt was? Genau, also im Mittelpunkt, also an der tiefsten Stelle des Schinkens quasi, muss dann eben 68 Grad über eine gewisse Zeit gehalten werden, damit man eben sicherstellt, dass das Produkt gut durcherhitzt worden ist. Und je nachdem, welcher Schinken das dann sein soll, wird eben mal, also entweder nur einmal erhitzt oder man setzt dann noch einen Bratvorgang oder einen Räuchervorgang danach. Es kommt noch ein Kochen dann. Genau, richtig. Mhm. Ja. Okay. Genau, und dann haben wir mehr oder weniger schon den fertigen Schinken, der dann je nachdem, für was er gedacht ist, entweder halt als halber Schinken in
in den Lebensmitteleinzelhandel kommt zum Beispiel, oder dann eben einen Schinken, der zum Schneiden bestimmt ist, das heißt für unsere Slicerei, der dann auch verpackt wird und für den Endkonsumenten bestimmt ist. Slicerei ist das, wo in Scheiben geschnitten wird, oder? Genau, richtig. Mhm. Der Schinken in Scheiben geschnitten wird und dann portionsweise verpackt wird auch. Jo, das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet euren Aha-Moment. Wenn ihr Bauer to the People unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf unserer Website www.bauertothepeople.at. Dort findet ihr die Möglichkeit, uns mit kleineren und größeren Beträgen auch finanziell unter die Arme zu greifen. Wenn ihr Bauer to the People anderweitig unterstützen wollt, dann liken und teilen auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Je mehr wir erreichen, desto größer unser Impact. Danke und g'fiert euch.